Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei QS24 im Format «Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens». Heute habe ich einen wunderbaren Gast einladen dürfen. Sie ist eine Dame, die uns allen immer wieder lehrt, bewusstes Denken in unser Leben zu integrieren. Sie hat das selbst gelernt über viele Jahrzehnte hinweg, ist eine Buchautorin, sehr erfolgreiche Buchautorin, viele, viele Bücher, hat unter anderem ganz viel mit Rüdiger Dahlke zusammengearbeitet und schaut auch, dass wenn er in der Schweiz ist, dass er auch immer vor einem großen Publikum auftreten darf. Neben ihr selbstverständlich, und heute ist sie da, um mit mir und mit Ihnen selbstverständlich über den Sinn des Lebens zu sprechen. Ich möchte ganz herzlich begrüßen, liebe Liz Lustenberger. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Jetzt sag mal, wie kommst du auf diesen Lebensweg? Wie hast du dich eigentlich inspirieren lassen, das Bewusstsein des Menschen, wo wir haben in uns, dass also jedes Denken und Bewusstsein, das wir haben, auch in der Realität sich spiegelt? Wie hast du das selbst erfahren, dass das so ist? Also ursprünglich komme ich vom Lehrerberuf. Mhm. Ich habe 13 Jahre Kinder unterrichtet in Luzern, habe mich dann aber schon damals nach der Ausbildung immer für Sinnfragen interessiert. Sinnfragen, was soll dieses Leben, was ist meine Aufgabe da drin? Und ich bin dann damals, vor 30 Jahren ist das jetzt, zum Kurt Tepperwein gestoßen. Ah, kenne ich, ja. Er ist auch ein Genie. Ja, das hat mich sofort fasziniert. Er kam mit den Lebensgesetzen und irgendwie hatte ich da wie ein Magnet dazu. Ich habe mich bei ihm dann weiter ausgebildet, habe mich zuerst zur Lebensberaterin ausbilden lassen. Damals, vor 30 Jahren, gab es praktisch noch keine Lebensberater. Nachher hat er die Ausbildung angeboten für mentales Training. Das hat mich total interessiert, weil ich konnte parallel bei meinen Kindern, bei meinen Schülern sehen, wenn da der Kopf stimmt, wenn sie am nächsten Tag eine Probe zu schreiben haben, dass das ein anderes Resultat ermöglicht. Und ich habe mich da dann von der Schule langsam distanziert und wollte einfach in der Erwachsenenbildung weiterarbeiten und habe dann Vorträge gehalten, zuerst im Jahr vielleicht 80, 85, und habe noch nicht mal meine Dienste angeboten, habe aber sofort gemerkt, dass das Thema interessiert. Und ich bin dann etwas später zu Rüdiger Dahlke gestoßen, weil ich habe dann auch den Quervergleich gefunden zu einem gesunden, in einem gesunden Menschen steckt ein positives Denken. Mhm. Und diese zwei Lehrer, die geistigen Gesetze von Kurt Tepperwein und alles, was Gesundheit und die Sprache des Körpers anbelangt, hat mir so eine Ganzheit ermöglicht, eine Ganzheit, den Menschen zu verstehen. Ich habe mich dann von der Schule langsam verabschiedet und unterrichte jetzt seit bald 30 Jahren Menschen auf dem Weg, bewusster das Leben zu verstehen, sein Leben besser zu verstehen, den Sinn, warum sind wir überhaupt da. Und das meiste habe ich eigentlich gelernt in dieser bald 30-jährigen Tätigkeit von meinem Vis-à-vis. Ja, klar. Ja. Aber um es ein bisschen einfacher zu erklären, was heißt das Bewusstsein? Was hilfst du dem Menschen hier zu erkennen oder zu verstehen? Ich verstehe unter Bewusstsein im Wissen sein. Im Wissen sein. Mhm. Also auch im Wissen sein, dass das, was ich sage, denke und fühle, letztendlich eine Auswirkung hat auf die Umgebung, auf mich und auf auch meine Gesundheit selbst. So ist das. Im Wissen sein der Dinge, möchte ich mal sagen. Mhm. Und für mich gibt es zwei Hauptschwerpunkte, nämlich endlich zu verstehen, dass unsere Gedanken nicht bedeutungslos sind. Viele meinen noch, es ist egal, was ich denke. Es merkt ja keiner, was ich denke. Ich kann immer noch was anderes tun. Jawohl. Mhm. Und das Thema Denken mal zu fokussieren und zu erfahren, was eigentlich... Also ich kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich bin vielleicht ein bisschen provokativ. Ich behaupte sogar, dass das Denken des Menschen über sein ganzes Leben
dass das Denken des Menschen sein ganzes Leben steuert. Ja, das denke ich auch. Ich denke auch, dass das der Sinn des Lebens ist, zu verstehen, dass diese Gedanken, die wir einfach haben, es gibt ja zwei Arten, die bewussten und die unbewussten Gedanken, oder? Dass wir die lernen, in unser Leben zu integrieren. In der Quantenphysik zum Beispiel, wenn ich hier noch ausschweifen möchte, ist es ja eigentlich schon sehr gut dokumentiert, dass wir mit bewusster Beobachtung, nur schon durch die Beobachter, Materie verändern können. Es war am CERN, in Genf wurde das belegt und bewiesen. Und das würde ja eigentlich im Umkehrschluss auch bedeuten, dass wir viel, viel mehr Fokus haben müssen auf unsere geistige Reinheit. Und vielleicht ist das ja auch der Sinn des Lebens, hier zu üben, dass wir das erkennen. Ich sehe den Sinn des Lebens für mich einfach mich weiterzubilden, mhm, und mein Gedankengut zu erhöhen. Das ist ein ganz großer, mhm, Anteil. Mhm. Und der zweite Aspekt ist zu verstehen, dass dieses Leben unter Spielregeln steht. Und wenn ich ein Spiel gewinnen will, geht das nicht ohne die Spielregeln dazu zu kennen. Da möchte ich gerne noch darauf zurückkommen, auf diese Spielregeln. Was mich aber jetzt auch noch brennend interessiert, ist, wenn ich mich selber betrachte, manchmal rede ich und denke erst im Nachhinein. Also eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Man zuerst denken und dann reden, damit man sich auch wirklich bewusst ist über das, was man denkt und auch dem, was man spricht. Aber heute auch als Moderator, ich sitze hier hin und lege los. Ich hoffe immer auf eine geistige Führung. Aber hast du das selber bei dir über diese vielen Jahrzehnte hinweg so im Griff, dass du wirklich erst dann sprichst, wenn das gedankenlich schon zusammengebaut ist und jetzt kommt es raus? Es ist einfach so, wie jeder Mensch hat seine eigene Mentalität. Und die Mentalität macht seine Gedankenstruktur aus. Der Südländer hat eine andere Mentalität als der nördlich lebende Mensch. Mhm. Und ich habe durch das Verständnis meiner Persönlichkeit und das Verständnis der Lebensgesetze ein anderes Denkvermögen mir angelegt. Und ich brauche eigentlich gar nicht mehr groß zu überlegen, denke ich jetzt zielbewusst. Es macht das so. Ich vergleiche das immer so gerne mit einem Update. Unseren PC daten wir laufend ab, wenn wieder ein neues Programm da ist, wird abgedatet. Dieses Updating hat bei mir so funktioniert, dass ich immer mehr verstanden habe und deswegen meine Gedanken automatisch schon in eine andere Richtung steuere. Also ich brauche nicht zuerst zu überlegen, was denke ich jetzt. Ich brauche zu wissen, was ich will. Und dann fokussiert das, aber das sind 30 Jahre Arbeit, fokussieren sich meine Gedanken zu diesem Ziel. Und das ist eigentlich in jedem Lebensbereich geht es um dasselbe. Ich begleite Sportler, ich begleite Patienten. Jeder Mensch, der ein Ziel verfolgt, darf lernen, bewusst seine Gedanken auszurichten zu diesem Ziel. In einer ersten Phase ist das zu erlernen, weil das Komische ist, dass wir viel schneller wissen, was wir nicht wollen. Ja, ja, das ist immer das Gleiche. He? Aber diese Spielregeln einerseits, auf die ich noch zurückkommen möchte, und andererseits eben das Lernen zu üben, aber richtig lernen, richtig üben. Ich meine, du hast es jetzt aus dem Leben gelernt, du hast diese zwei begnadeten Lehrer gehabt, die dich dadurch begleitet haben und dich auch gesteuert haben, wie man richtig denkt oder die Gesetze ins Leben zu integrieren. Ich würde auch empfehlen, dass ein Mensch, der sich schon öffnet und sagt, ah, die Welt ist doch viel größer, als ich gedacht habe, genau, wenn man diese Materie endlich mal loslässt und sieht, wow, was da alles da ist, dass man da ein bisschen an die Hand genommen wird auf diesem Erkundungsweg, aus diesem Erfahrungsschatz. Und ich glaube, das ist ja dein großes Steckenpferd, ganz dass genau, du die Menschen schon seit 20, 30 Jahren in der Schweiz auch wirklich in Seminaren durchbegleitest. Mhm. Das ist korrekt, das oder? Das ist genau so. Mhm. Weil davon bin ich ursprünglich nicht ausgegangen. Ich dachte, so ein Wochenendseminar, wo ich neue Denkmöglichkeiten anbiete, ich biete immer an. Für mich denkt jeder Mensch richtig, so wie er im Moment denken kann. Was aber nicht heißt, dass dieses Denken nicht noch verbessert werden kann.
Und ich dachte anfänglich, an einem Wochenendseminar ist das erlernbar. Und die Menschen waren von Anfang an eigentlich immer sehr fasziniert. Und was ich damals gar nicht wusste, ist, dass sie eigentlich gerne auf diesem Weg verankert bleiben wollen. Und das hat sich so ergeben in den letzten 25 Jahren, dass ich Menschen begleite. Die älteste Gruppe begleite ich schon jetzt das 25. Jahr. Aber nur vielleicht zweimal im Frühling und zweimal im Herbst kommen sie und sagen mir, wir brauchen wieder so eine Denkspritze. Also, da kommt die ganze Gruppe? Ja. Ach, das ist eine riesen, wie eine Familie, die sich das ist so. Immer wieder trifft, oder? Alle zusammen 25 Jahre älter. Ah. Das ist auch wunderbar. Ja. Es ist auch so schön dann zu sehen, wie sich die Menschen entwickeln untereinander. Zu sehen, was hat der wieder geschafft, was ist ihm wieder gelungen. Durch das richtige Denkvermögen. Das ist jetzt wieder mal etwas Neues, was ich höre. Weil sehr viele Mentalberater, wo die Leute in das Bewusstsein hin begleiten wollen, sind einfach einmal da für eine Woche und zack, ist er weg. Und als ich dich da letztens sehen durfte, in Luzern haben wir uns getroffen und da war einer der weltbesten Köche noch da. Und die hatte ein inniges Verhältnis, weil dieser Koch auch ein Schüler ist bei dir. Und er sich jeweils bei Fragen aller Art aus dem Leben heraus sich mit dir verbindet, mit dir redet, spricht. Das heißt, du nimmst ihm Leute wirklich an die Hand. Ja. Und das ist was Neues. Das habe ich nie gehört. Das kann sein. Für mich ist das ganz, ganz wichtig, dass wir unter die Haut unser Leben verstehen lernen und nicht so auf einer oberflächlichen Basis, wo es einfach darum geht, positive Glaubenssätze da in den Kopf zu bringen, sondern ich möchte wirklich gerne lebensnah den Menschen begleiten. Deshalb sind meine Gruppen auch nicht so groß. 10 bis 15 Personen nehme ich. In eine Gruppe? In eine Gruppe. Und ich habe noch nie gefragt, wollt ihr weitergehen? Das wollen die alle von selber. Ja, logisch. Und das Fazit ist, dass ich über diese 25 Jahre eine große Schule aufgebaut habe. Mit über 60 Gruppen. Die kommen immer 3 bis 5 Mal im Jahr. Und jedes Jahr kommen jetzt noch neue dazu, weil ganz viele Menschen lernen jetzt zu verstehen, dass es ganz wichtig und entscheidend ist, was ich da oben denke. Ja. Füllst du denn bestehende Gruppen laufend auf oder machst du einfach wieder eine neue Gruppe und sagst, jetzt fangen wir wieder bei A an? Nein. Also ich habe neue Grundkurse, aber die Gruppen bleiben immer in sich geschlossen. Ja, das ist natürlich ein Traum. Ja, das ist natürlich ganz speziell. Ja, und also das freut mich auch wirklich. Es ist so schön, wenn man kommt sich näher, man lernt sich kennen und man ist da füreinander. Wir haben auch schon tragische Beispiele dann erlebt, dass gerade kürzlich, dass eine Frau wirklich krank wurde. Eigentlich gab man ihr noch ein halbes Jahr, es wurden jetzt 6 Jahre daraus, weil sie verstanden hat, was die Krankheit ihr sagen will. Und wir haben sie dann in der Gruppe begleitet, dass diese Kraft, diese gruppendynamische Kraft, das ist natürlich dann auch wunderbar. Hast du dann auch Zeit, auf die Personen individuell noch einzugehen? Das habe ich mit 10 bis 15 Personen. Das ist genau der Punkt, das will ich haben. Deswegen mache ich keine Großveranstaltungen. Okay. Und ich meine, wenn ich jetzt in deiner Gruppe bin, 15 Leute, habe das Grundseminar wunderbar gemacht, fühle mich gut. Jetzt plötzlich 2 Monate später werde ich in einer Lebenssituation so hart gefordert und denke dann, ach, ich habe doch eine gute Freundin, darf ich dich dann anrufen? Auf jeden Fall. Und dann ist dann eben dieses private Unterstützung, die du dann... Dann biete ich dann ein Einzelcoaching an, das meistens dann 1 bis manchmal sogar 3 Stunden dauert. Ich nehme mir dann wirklich Zeit für den Menschen. Also für mich ist es ganz wichtig, nachhaltig zu arbeiten. Also bist du echt greifbar, hä? Ja. Also das sind viele andere nicht mehr. Am Tepperwehr, dann kann man jetzt nicht eine private Lektion kriegen. Nein, aber das will ich immer so behalten, ja. Weil ich liebe meine Arbeit, ich liebe den Menschen. Ja. Und anders wollte ich gar nicht. Ja, verstehe ich, ja.
Wir möchten gerne jetzt in dieser Sendung vielleicht schon mal ein bisschen einen Kurzabrieb über die Spielregeln geben innerhalb des Lebens. Ich möchte gerne mit dir mehrere Sendungen drehen, um die Leute, die Zuschauerinnen wie eine Lektion zu vermitteln. Eine Lektion 1, 2, 3. Die Zuschauer sollen sehen, dass jede Woche eine Sendung von dir kommt und wir sie eigentlich über dieses Senderformat begleiten wollen, ihrer Schön. Bewusstseinsentwicklung. Und ich finde aber auch, muss ich schon sagen, wo ich selbst aus der materiellen Welt herausgeflogen bin, so richtig mit der Faust auf die Nase, kennt man, oder? Lernt man ja eine andere Sichtweise zum Leben kennen. Ne? Auch wieder auf eine extreme Seite natürlich. Und irgendwann muss man ja die zwei Hälften wieder zusammenfügen zu einem Ganzen. Aber früher war meiner Erachtens noch, vor 15 Jahren, sehr wenige Menschen offen über das Thema Bewusstsein, Gedanken schaffen Realität, dass ich die Ursache setze von Wirkungen. Ich hätte mal getippt, einer von 100. Und heute würde ich mal sagen, ist die Masse schon viel größer, vielleicht 5, 6, 7%. Also, siehst du das auch so? Ja, ich sehe das so. Und vor allem hat der Startschuss begonnen im Sport. 1972 wurden bereits die ersten Schweizer Spitzensportler auf die Olympiade in Sapporo damals mental trainiert. Und dann war das mindestens 10, 15 Jahre fast noch so ein geheimes Thema. Man wusste, wenn ich meine Gedanken fokussiert auf mein erwünschtes Endziel ausrichte, habe ich einen Vorteil. Und diesen Vorteil wollte man ja nicht jedem Preis geben. Und heute ist es aber so, ich begleite auch Spitzensportler, weiß eigentlich jeder, wenn es in meinem Kopf nicht stimmt, dann habe ich nicht dieselbe Ausgangslage wie der andere. Ich kenne sogar Sportler, die geben mehr Inhalt, verwenden mehr Zeit für das mentale Training als für das technische Training. Ja. Und das haben jetzt in der Zwischenzeit auch ganz viele andere Menschen erkannt. Was die Spitzensportler brauchen, um Erfolg zu haben, das gilt eigentlich in jedem Bereich des Lebens. Und deswegen kommen immer mehr, das sehe ich nur schon wieder dieses Jahr, viele sind offen, sich mit dem Sinn des Lebens auseinanderzusetzen und sind bereit, ihre Gedanken bewusst zu steuern. Ist das das Gleiche jetzt? Ich meine, klar, wenn ich einen Skirennfahrer sehe, oben am Start, wie er mental die ganze Piste runtergeht, oder bevor er dann wirklich loslegt, oder eben das bewusste Denken in Sachen Lebensgesetze. Das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Ich begleite genau den Sportler genau auch dorthin. Wenn er nicht das Leben, sein Leben verstehen will, wenn er nur wegen des Sports bei mir landet, dann hat er nicht dieselbe Ausgangslage, wie wenn er versteht, dass eigentlich ich der Produzent bin von dem, was jetzt entsteht. Und wenn er nicht versteht, dass, jetzt gehe ich einen Schritt weiter in die Philosophie vielleicht, dass sein Lebensbuch bereits geschrieben ist und dass er sowieso das erreichen wird, was diesem Lebensbuch entspricht. Das heißt aber nicht, dass alles schon vorgegeben ist. Jetzt darf ich einfach noch meinen Plan des Lebens aufhören zu blockieren über falsche Gedanken. Eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so dir erklären kann, dass du verstehst, was ich meine. Es gehört zusammen. Fokussiertes Denken, aber auch das Philosophische im Hintergrund. Eigentlich wird das geschehen, was für mich bestimmt ist. Das ist ganz schwierig. Und da müsste ich eigentlich jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, das respektive anhand von diesen Spielregeln vielleicht praktisch zu erklären. Ja, wir nehmen doch einfach mal so eine Spielregel, die du da als ein Lebensgesetz siehst. Wäre das zum Beispiel eine Kausalität oder? Das Prinzip von Ursache und Wirkung. Genau. Und wie erklärst du das? Ich rede dann manchmal von den Bauernregeln. Wir in der Schweiz reden von den Bauernregeln. Das heißt, die Saat bestimmt die Ernte. Genau, also was ich sehe, werde ich auch ernten. So. Das ist völlig logisch. Ja. So. Und das ist dann der technische Anteil. Mhm. Wenn ich
wenn der Bauer im Frühling ein Feld bestellt und dort Mais aussät, wird er im Herbst. Das ist ein beweisbares physikalisches Prinzip eigentlich, wird er im Herbst dort Mais ernten und nicht Karotten oder Kartoffeln. Mhm. Also ist einmal zu wissen, was ich will. Ich könnte da so viele Beispiele jetzt erklären. Ich hatte einen jungen Skifahrer, der hat immer geschaut auf die Schlüsselstellen in seinem Slalomlauf und hat dann gesehen, wie er dort rausfährt. Das war dann auch so. Und dann hat ihn der Trainer nach Hause geschickt, er soll sich eine Auszeit nehmen. Und dann ist er bei mir gelandet und ich durfte ihm erklären, dass er eigentlich total erfolgreich war. Er hat nämlich sich auf das konzentriert, was passieren könnte. Mhm. Und hat prompt, weil er denn das Worst gesehen hat, das Worst erlebt. Mhm. Und das war für ihn eine ganz verrückte Schlüsselstelle eigentlich. Er hat gemerkt, es geschieht, was ich denke. Ups, ich muss aufpassen, was ich denke. Es könnte wahr werden. Hä? So, ganz genau. Das ist so. Und er ging nachher wieder zurück in das Camp, in sein Camp, und ich habe nichts mehr gehört von ihm. Und immer, wenn ich nichts mehr höre, weiß ich, dass es dann funktioniert. Ja. Es funktioniert. Das ist so. Das ist so. Aber das ist das eine. Das ist der technische Anteil. Der ganz wichtige Anteil ist auch zu verstehen, dass ich einen Plan habe in diesem Leben, dass dieser Plan bereits bestimmt ist, weil ich gehe davon, die Basis ist vielleicht die, für mich gibt es keine Zufälle. Mhm. Es fällt mir zu. Mhm. Und ich werde in diesem Leben das erreichen, was zu meinem Plan gehört. Jetzt habe ich aber noch die Freiheit, wir sind ja nicht Roboter und Robotern hier irgendetwas ab, sondern wir haben die Freiheit, über unser Denkvermögen den Blinker rechts zu stellen oder den Blinker links zu stellen. Und das heißt, ich darf zu jedem Zeitpunkt entscheiden, was ich jetzt machen will. Und wenn ich mich da möglichst wenig querstelle zu dem, was von selber entsteht, und noch richtig denke, dann störe ich meinen Lebensplan am wenigsten. Vielleicht können wir das so sagen. Aber das bräuchte noch. Ich will auf diesen Lebensplan noch tiefer eingehen, weil da habe ich noch ein paar Fragen an dich. Wird aber jetzt in dieser Sendezeit nicht mehr reichen, aber ich denke, dass wir gleich loslegen für den Teil 2 und die Zuschauer einfach darauf hinweisen, dass wir genau heute in einer Woche zur gleichen Zeit selbstverständlich wieder die Frau Liz Lustenberger dabei haben werden und genau hier an dieses Gesprächsthema ansetzen. Und dazu lade ich Sie ganz herzlich ein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bleiben Sie dran, weil das ist wirklich ein Fernstudium, das Sie machen können von zu Hause aus. Ohne dass Sie irgendwo hingehen müssen, können Sie das jetzt von zu Hause aus genießen und Ihren geistigen Horizont selber ein bisschen von zu Hause aus trainieren. Alles Gute und auf Wiedersehen.